geschlafen haben wir, jetzt sind wir topfit, jetzt können wir weitermachen. Jetzt geht's in den Streaming-Part hier. Mal schauen, was hier auf uns wartet. Vivi, was dauert das so lange? Komm schon, komm, sonst gehen wir noch ohne dich weiter. Ich komm ja schon. Ah. Oh je. Meister Vivi, seid ihr in Ordnung? Jetzt Steine auch noch. Oh nein. Gott sei Dank nicht auf Vivi gefallen. Mensch, Alter, alles klar? Wohl eher weniger. Was ist los mit euch beiden? Alter, das ist aber jetzt nicht ja gerade der günstigste Zeitpunkt für ein Nickerchen. Steiner! Keine Chance, sie sind K.O. Oh nein, gar nicht auch. Oh oh. Es geht hier ab. Gar nicht. Auch K.O. Mist. Verdammter. Ich kipp auch gleich um. Bist du auch schon? Was war das gerade für ein Geräusch? Eine Art Glocke oder so? Von da drüben etwa? Irgendwas ist doch dort. Können wir hier irgendwas machen mit den Jungs und Mädels? Scheint nicht so. Hier können wir nicht helfen. Dann müssen wir wohl ohne die weiter. Überprüfen wir mal das Geräusch. Gefrorener Wasserfall. Bäh, du lebst also noch. Hättest du dich auch friedlich schlafen gelegt, hättest du jetzt schon hinter dir. Bist du etwa für dieses Schneegestöber verantwortlich? Ach, schwarzer Tenor 1 heißt er. Hohoho, du bist gar nicht mal so dumm, wie du aussiehst. Scheint von derselben Rasse wie Vivi zu sein. Auch eine Art schwarzer Magier. Aber der hat sogar Flügel und seine kleine Glocke in der Hand. Tilion, Herrscher über das Eis, zeig dich mir! Oha. Jetzt müssen wir nur allein mit Zidane. Vernicht ihn, Tilion! Zidane allein im Bosskampf bestreiten. Das kann knifflig werden. Eis. Okay, wir fangen direkt mal an, es bei ihm zu klauen. Heilmittel geklaut, sehr schön. Nice. Kommen wir gleich ins Trance. Das Ding ist, möchte ich das jetzt schon? Ich würde jetzt gerne nochmal bei ihm klauen. Wir sollten die Trance auf jeden Fall auch ausnutzen. Schauen wir mal. Ich würde aber gerne noch von ihm eine Sache klauen, bevor er stirbt. Seinen. Perfekt, okay. Können wir ruhig mal zumindest einmal die Trance wirken lassen. Aber wir haben nur 111 Energie. Wir sollten uns vielleicht erst heilen. Das war richtig. Ich setze mal eine High Potion ein. Und dann sollten wir noch einmal eine Trance einsetzen können. Da sollten wir noch einen Zipfel haben. Oh! Doch, ich dachte schon, das zieht nichts von der Trance ab. Aber ich war schon verwirrt. Aber nee, ist alles cool. Okay, jetzt setzen wir Gezeitenflamme ein. Es geht auf beide. Fehlt sehr gut. Und dann müssen wir gleich nochmal von Zilion was klauen. Zilion, den Rest überlasse ich dir. Ja, von dir haben wir auch alles. Das ist schon mal gut. Das war's auch mit der Trance. Jetzt sind wir auf uns alleine gestellt. Ohnmächtige Fähigkeiten. Tsunami. Oh, das ist gefährlich. Ah, geht noch.
Dann klauen wir erst noch. Die Fähigkeit setzt das tatsächlich immer ein, sobald er irgendwie einen bestimmten Prozentsatz seines... Oh, mit Tridolch geklaut. Prozentsatz seiner HP verloren hat. Eisra mittlerweile. Oh Gott. Das ist die stärkere Eisvariante. Okay, jetzt müssen wir uns dringend heilen. Nein, oh Gott. Jetzt wird's knapp. Oha. Oha. Jetzt bin ich auch mal wieder dran, danke. Okay, okay. Haben wir? Schwinge ist in Ordnung. Jetzt müssen wir nochmal klauen. Diebstahl fehlgeschlagen. Wir haben den Mithridolch bekommen. Das ist das, was ich unbedingt haben wollte. Er hat jetzt noch einen Äther. Das hätte ich jetzt aber auch noch gerne. Ja, nicht schlecht. Das killt das jetzt auch noch. Ja, noch einmal klaue ich. Eis nochmal. Das ist in Ordnung. Komm schon. Ja, Äther geklaut. Sehr gut. Okay, dann heilen wir uns jetzt nochmal und dann versuchen wir ihn zu killen. Dann sollte das passen. So, jetzt sind wir fit. Unsere Trance-Leiste ist schon wieder fast zur Hälfte gefüllt. Es geht ruckzuck, wenn man alleine ist. Weil die ganzen Attacken halt nur auf sie dann gehen. Da, perfekt. Das haben wir gut gemacht. Der ist gar nicht mal so einfach, der Boss. Warum, wenn man alleine ist. AP 5 verhalten, kriegt dann alles die Damen. Räuberauge hat erlernt und Schüsse hat erlernt. Ist schon mal gut. Na, High Potion und Phoenix Feder bekommen. Nein. Den ersten hat der Strolch besiegt, sag ich. Und die anderen beiden schnappen sich die Prinzessin, ganz sicher, sag ich. Die anderen beiden? Okay. Ist da wer? Wie auch immer. Ich hoffe mal, die anderen sind nicht schon erfroren. Ja, anscheinend scheint, dass der Schnee, dieses Schneegestöber, oh, Zorn und Sonnen, aufgehört zu haben. Der Fluss fließt ja auch wieder. Scheint an Cillions Werk gewesen zu sein. Vielleicht auch die gesamte Eishöhle. Weiß nicht, ob die dann insgesamt mal schmilzt. Oh, Sidan! Na klasse, bis auf ein paar Frostbeulen hier und da seht ihr alle schon wieder ganz munter aus. Hey, du, was ist hier eigentlich vorgefallen? War eigentlich nichts Besonderes. Okay, ist sehr bescheiden. Verheimlichst doch irgendwas, Kerl. Ich sagte doch, es war nichts Besonderes. Kerl, mich beschleicht das Gefühl, dass du vielleicht während die Prinzessin bewusstlos... Alter, nun mach mal halblang. Ich weiß ja nicht, was in deinem kranken Kopf so alles vorgeht, aber... Steiner, das reicht. Er sagte doch, es sei nichts gewesen. Wollte ich sie dann etwa beleidigen? Aber ich habe verstanden, Prinzessin. Gut, auf jeden Fall freut es mich, dass alle wohl auf sind. Ich denke, wir sollten weitergehen. Ja, das denke ich auch. Sidan, was habt ihr? Hm, ach, schon in Ordnung. Nee, beschleicht das Gefühl, dass wir ja gerade angegriffen wurden und die es irgendwie auf uns abgesehen zu haben scheinen. Aber wir sind auch gerade mal davon, gerade so davon gekommen. Müssen wir rüberspringen? Super. Sieht schon echt cool aus hier mit dem Eis. Auch hier, wo der Fluss dann so durchgesackt ist. Und hier scheint es rauszugehen. Ja, das sieht gut aus. Ab nach draußen. Oh, wie schön. Endlich befinden wir uns oberhalb des Nebels. Es geht doch nichts über einen klaren blauen Himmel. Sieh mal, da unten ist ein Dorf. Hm, ich habe irgendwie das Gefühl, dieses Dorf schon mal gesehen zu haben. Ihr seid wohl schon viel herumgekommen in eurem Leben, nicht wahr? Die Welt, die ich kenne, befindet sich fast ausschließlich nur in Büchern. Vielleicht seid ihr ja schon mal in diesem Dorf gewesen. Wir sollten auf jeden Fall hingehen. Hey, hey, nicht so schnell. Du bist eine Prinzessin, schon vergessen? Du weißt ja wohl, was das bedeutet, oder? Ihr wimmelt es vielleicht schon von Leuten, die dich suchen.
Wenn also jemand merkt, dass du die Prinzessin bist, dann gute Nacht. Was redest du da, Kerl? Irgendwelche Heimlichtuereien ist absolut unter der Würde der Prinzessin. Außerdem sind wir ohnehin schon halb auf dem Weg zurück ins Schloss. Was spielt es dann schon für eine Rolle? Und was bildest du der dahergelaufener Bandit eigentlich ein, die Prinzessin zu duzen? Für dich heißt das ihre königliche Hoheit. Erspar mir dein Gesülze, Alter. Ich kann duzen, wen ich will, klar? Und wenn wir schon dabei sind, für wen hältst du dich eigentlich? Machst hier immer einen auf feinen Ritter. Bitte hört auf zu streiten. Hört sofort auf, euch zu streiten. Und übrigens, Steiner, ich habe nicht vor, ins Schloss zurückzukehren. Aber eines ist auf jeden Fall sicher. Ich sollte diese Reise tatsächlich... Oh. Mist, das konnte ich mir nicht mehr lesen. Sag mal, Sidan, wie nennt sich das hier eigentlich? Das Teil da? Naja, das ist ein Dolch, aber nicht irgendeiner, hä? Es ist sogar ein sogenannter Liliendolch. Extra scharf und schön verziert. Weißt du, kurze Klingenwaffen, so wie diese, nennt man Dolche. Etwas längere wären dann Kurzschwerter, die ganz großen, für die man beide Hände braucht, zwei Hände, und dann wären da noch, danke, ich glaube, das genügt. Jetzt wollte mal kurz mit seinem Wissen prahlen, wenn er schon mal kann. Ein Liliendolch, habt ihr gesagt. Prinzessin, der Dolch mag zwar klein sein, aber es ist trotzdem eine gefährliche Waffe. Schneidet euch bitte nicht. Liliendolch, und Lilien waren ja schon immer meine Lieblingsblumen. Ich habe es. Nennt mich von nun an Lilly. So will sie sich ab heute dann nennen. Unter anderem Namen weiterreisen. Mag vielleicht auch die bessere Variante zu sein. Volk, Mensch, Geschlecht, weiblich, Alter 16 Jahre und Rechtshänderin. Das meiste wussten wir ja tatsächlich auch schon. Das lassen wir auch so. Tatsächlich hier mal ganz lustig, dass Garnet in der englischen Version hier kein Liliendolch in die Hand bekommt, sondern einfach nur einen normalen Dolch und sich daraufhin auch Dagger nennt. Ist ein bisschen ungewöhnlich tatsächlich, aber ja, englische Sprache, englische Namen. Keine Ahnung, kommt häufiger vor. Aber ja, Dagger. Wenn man sich ein bisschen daran gewöhnt hat, geht der Name tatsächlich auch. Also, ich finde ihn gar nicht mehr so schlimm, aber als ich das erste Mal davon gehört habe, war schon weird. Hier in der deutschen Fassung wurde es immer ein bisschen feiner gemacht und Lilly finde ich auch dementsprechend auch besser. Oh Gott, das wäre gefährlich gewesen. Bitte bestätigen, danke. Nennt mich von nun an Lilly. Zidane, was haltet ihr davon? Also, ich finde den Namen klasse. Ein absoluter edler Name, Lilly. Jetzt müssen wir nur noch etwas mit deiner Sprechweise machen. Versuch doch mal einfach so frei von der Leber wie ich zu plaudern. Nicht immer so vornehm und hochgestochen. Gut, ich werde mich redlich Mühe geben. Genau, nein. In einem Fall wie diesem sagt man zum Beispiel, was würdest du wohl sagen, Vivi? Hä? Okay, werde es versuchen. Das ist es, Lilly. Steiner scheint da nicht so amüsiert von zu sein. Gut, nachdem wir alles geklärt ist, wollen wir dann mal so langsam? Warte mal, hat das sie dann gesagt? Ich habe Lillys Stimme genommen. Ach, scheint niemand aufzufallen. So, und wieder auf der Weltkarte. Und diesmal... Oh, falsche Taste gedrückt. So, wir können... Nein. Trotzdem mal speichern. Guo, ich werde einmal speichern. Jetzt nach dem Bosskampf scheint das eine gute Idee gewesen zu sein. So. Bis zum nächsten Mal, Kubo. Jo, bis dann. Oh, das ist... Habe ich echt... Okay, ich habe den echt nicht mehr die richtige Taste im Blick. Welche ist denn das dann? Damit drehe ich mich. Damit öffne ich das Menü. Moment. Welche Taste ist das? Ich habe nämlich auch ein bisschen die Tasten umgeändert, aber... Karte, Mokri rufen. Warte mal, Karte und Mokri rufen auf derselben Taste geht ja auch gar nicht. Das ist... Ach, warte mal. Ich erinnere mich. Oh. Wenn man... nein. So und zurück. So, war das hier? Ja, so war das. Alles klar. Okay, hier sind wir jetzt. Hier haben wir unsere Orte und jetzt haben wir hier, sind wir gerade rausgekommen. Das heißt, wir sind jetzt einfach
von hier durch den Berg hier nach oben gekommen. Und sind jetzt auf diesem Plateau hier oben. So. Und genau, da hinten haben wir auch anscheinend auch ein paar Tore, auch so im Berg drin. Da sind Wälder. Das ist auch irgendwie so eine Art, ja, also soll eine Wurzel tatsächlich darstellen. Ich weiß nicht, ob man das erkennt, wenn man es nicht weiß. Und da hinten scheint das Dorf zu sein. Und da unten, da kommen wir her, da sind wir lang gelaufen. Da hinten müsste das eine Tor sein und durch diese Wälder sind wir gelaufen. Und da sieht man auch, dass das da unten halt sehr, sehr nebelig ist. Und hier oben, wo wir jetzt sind, ist der Nebel halt nicht mehr so vertreten. Daher auch kein Monster des Nebels mehr. Aber immer noch schwere Gestalten. Also, jetzt müsste ich ihn mal ganz kurz überprüfen, wie ich Pause mache. Wie kann ich in den Pausebildschirm? Ah, so, okay. Nur falls wir nochmal den Rackwurz begegnen, dass ich diesmal Pause machen kann und mal ganz in Ruhe überlegen kann, welche Antwort es ist. Ich habe nämlich nachgelesen, auch wenn ich den einen Rackwurz jetzt wirklich halt, ja, verkackt habe, ich kann die Quest noch lösen. Ich glaube, es ist so eine Fehlertoleranz von 2 oder 3 Fragen, die darf man dementsprechend, da darf man falsch liegen. Das ist nicht so schlimm, dann kriegt man immer noch den besten Gegenstand später. Soweit, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe zumindest. Kann auch sein, dass ich das nicht so richtig kapiert habe. Aber ja, ich hoffe mal, das sollte jetzt soweit klappen. Deswegen, wir gucken mal, ob wir den Rackwurz ja jetzt hier auch nochmal bekommen. Nope, das ist ein normaler Kampf. Gucken wir mal, was für Gegner hier sind. Oh, wieder Schlangen. Die kennen wir ja schon. Aber die lasse ich jetzt mal drin für den Part. Können wir uns mal angucken. Wie kann man eigentlich... So kann man switchen. Okay. So, Schwarzmagie. Eis. Dann auf alle. So. Dann gucken wir mal, ob das reicht. Ansonsten hauen wir noch mit dem Rest alles drauf. Ja, das passt. Alle 76 Schaden. One Hit. Sehr schön. Level up. Okay, das ist schon mal sehr gut. So, ach genau, ich wollte noch kurz schauen. Wir hatten ja mit Zidane gerade im Kampf was gelernt. Und wir können jetzt den Mithril durch, den wir gerade erbeutet haben, auch direkt anlegen. Arsene Lupin. Das legen wir direkt mal an. Hier, sonst hatten wir, glaube ich, sonst auch nichts. Ah, wir haben Seidenhemd noch gelernt, noch bekommen. Könnte ja tatsächlich anlegen. Rita und Blitz halt drauf. Ja. Oder wer bräuchte am ehesten Abwehr? Die hat, ja, die beiden haben schon ein Seidenhemd, dann macht's die Entscheidung leicht. Peter ist auch ein Seidenhemd. Hat jeder ein Seidenhemd an, außer Steiner, der kann ja nur die Bronzerüstung tragen. Sieht bei ihm eigentlich aus, alles noch cool. Da lernt er noch die Kraftklinge. Ja, ist eh das Beste. Okay. Dann geht's weiter. Dann gucken wir uns mal diesen Ort hier an. Erstmal zu den optionalen Orten. Danach geht's immer zu dem Ort, wo wir uns eh hinschicken wollen. So, eine Art Tor. Und da steht auch irgendjemand drin. Eine Wache. Hm? Was gibt's denn? Bitte durchlassen. Könnt ihr einen Passierschein vorweisen? Wenn nicht, kann ich euch leider nicht durchlassen. Würde es hier gerade was zu arbeiten geben, würden wir ja eine Ausnahme machen. Aber momentan ist nicht viel los. Gebt also auf. Okay. Können hier anscheinend nicht durch. Ausruhen können wir ein bisschen. Wir können ein bisschen plaudern. Das Südentor stellt sozusagen die Grenze zwischen Lindblum und Alexandria her. Alexandria da. Aber es hat auch noch eine andere Funktion. Die Luftschiffe können nur da fliegen, wo auch Nebel gibt. Mit anderen Worten, sie können nicht besonders in die Höhe steigen. Ja, ich finde das schon ziemlich hoch, wo wir jetzt gerade sind. Das heißt, das Südentor sowohl für das allgemeine Fußvolk als auch für den Luftverkehr als Grenze fungiert. Warst du überhaupt schon mal auf einem Luftschiff? Ja, schon. Unsere ganze Truppe hat ein eigenes. Und jetzt können wir hier noch ausruhen. Die alte Vega braucht meistens aber ein bisschen länger, bis sie hier ist. Macht nichts. Dann nicht. Ja,
Die alte Vega. Macht nichts. Dann wart mal schön hier. Okay. Dann gucken wir uns doch mal ein bisschen die Umgebung hier an. Ich glaube, da rechts ist irgendwie so eine Art Statue. Ich erkenne das nicht so ganz. Irgendwie so eine Art Schlangenwesen, vielleicht ein Drache oder so. Bin mir nicht so ganz sicher. Wie lange müssen wir denn warten? Oh, da ist sie. Aushilfe Mary. Hallöchen, ich bin Mary und arbeite in Vegas Itemladen als Aushilfe. Oh, sehr schön. Aushilfe Mary. Tut mir leid, dass ich euch habe warten lassen. Was darf es denn sein? Ja, ich glaube, hier kommt jetzt nicht so oft jemand vorbei. Ausruhen, einkaufen. Einkaufen können wir mal. Na, hier kann man ein bisschen Medizin kaufen. Nicht unbedingt, dass wir das bräuchten. Ich glaube, wir sind noch ganz gut aufgestellt. Aber ich habe hier so mein Fimmel. Ich muss das immer auf einen geraden Betrag machen. Zumindest die Potions. So, okay. Dann passt das. Und ausruhen, was ist das hier? Einmal schlafen kostet 100 Geld. Nope. Das werden wir nicht bezahlen. Ich meine, wir haben wohl das Geld, aber... Nein, danke. 100 Geld ist für mich Wucher. Achso, genau. Hier kann man es nämlich sehen. Da oben sieht man nämlich das Tor. Da fliegen sozusagen die Luftschiffe dann durch. Also... die schaffen es halt vom Nebel aus bis nach oben, bis dahin zu kommen, aber nicht komplett über die Bergkette. Und da hinten geht es auch nochmal. Also wir haben hier überall das Südentor. Da unten, das ist das Tor, was wir schon mal gesehen hatten, bevor wir die Eishöhle betreten haben. Da waren wir hier im linken Wald, konnten das Tor da schon sehen, aber nicht über den Fluss drüber. Und das Ganze insgesamt hier, die ganzen drei Tore mit dem Ding da oben, das Bild halt das gesamte Südentor. Die sind halt alle miteinander irgendwie verbunden. Und so passiert man hier eben durch die Gegend. So, probieren wir nochmal unser Glück im Wald. Ob wir hier nochmal einen Radwurz bekommen? Nee. Oh, hier mal ganz interessant. Steiner ist gerade in Trance geraten. Können wir uns das auch vielleicht mal angucken. Auch der Steiner kann in Trance geraten. Und bei ihm, er hat jetzt keine irgendwie eine besondere Fähigkeit, aber sein Angriff ist halt erhöht. Wir gucken uns das jetzt auch gerne mal an. Ja, 504. Das ist stärker als jeder Angriff von Zidane, den er bisher gemacht hat. Also, das ist echt extrem. Ich meine, okay, die Python hat vielleicht auch nicht die höchste Abwehr. Vielleicht liegt es auch daran, aber... Ja, seine Trance besteht einfach aus extrem hohen Angriff. Die ist echt nützlich. So, haben wir auch wieder geschafft. XP, Geld und Leben gelernt. Sehr schön. Ich habe jetzt gerade keinen Überblick, ob wir da wieder was anderes anlegen mussten. Ich glaube aber nicht. Nee. Gut, dann haben wir's. Können wir mal weitergehen. Jetzt mal auf offenen Terrain. Mal gucken, was hier so kommt. Okay, das ist eine Art... Ich glaube, eine Zecke soll das darstellen. Ja, genau. Carnivore-Zecke. Die haben wir hier einmal. Und der Python. Ja, die machen nicht so viel Schaden, die beiden. Mit ihren Stöcken. Mit Steiner regeln. Gift und Galle. Sehr schön. Zackner-Karte. Oh, cool. Die haben wir noch nicht gehabt. Da haben wir die ganze erste Reihe. Hier, Zackner-Karte. Genau, haben wir neu. Hexenmensch, Zombie, Tridentos. Sehr schön. Das Kartenspiel kommt nochmal. So, jetzt hatten wir da einmal so einen Turm. Und wir hatten da das Dorf. So, und das war auch wieder so eine Zecke und eine Python. Okay, betreten wir jetzt erstmal das Dorf. Boah, schaut doch mal, eine Windmühle. Vivi, die Pension ist hier drüben. Gehen wir denn jetzt schon schlafen? Ich würde noch so gern zur Windmühle gehen. Ich weiß, aber wir sollten uns erstmal ein wenig ausruhen. Außerdem müssen wir besprechen, wie es jetzt weitergehen soll. Ja, wir haben noch einen weiten Weg bis nach Lindblum.
Plan wäre nicht schlecht. Hast du den gesehen? Hab ich. Dorf Dali, wie meint ihr denn? Deiner mit seiner dicken Rüstung. Das ist bestimmt was Besonderes für so Kinder. Hallo. Er hat einen krassen Blick drauf, Alter, mit seinen aufgerissenen Augen. Oh mein Gott, Gastwirt Kalle. Ach ja, je, bitte verzeiht, seid willkommen. Hä? Hat er die Prinzessin erkannt? Na nein, hübsches Fräulein Erstein geziemt sich aber gar nicht. Nein, eigentlich habe ich auch gar nicht die junge Dame, sondern den... Okay, wie meinst du? Wer dem noch sei, bitte sehr. Du bist so verwirrt über unseren Schwarzmagier. Sieh dann. In welchem Zimmer soll ich die Nacht verbringen? Na, in dem gleichen Zimmer wie wir alle. Aber Zidane, ich habe noch nie mit Männern im gleichen... Das kann ich ja verstehen, aber in so einer kleinen Pension gibt es nun mal keine Einzelzimmer. Ja, Landleben ist ein bisschen was anderes. Und Steiner regt sich auch wieder auf. Also los, rein mit euch. Aber es ist schon gemütlich. Auch wenn ich es auch ein bisschen komisch finde, mit so vielen Leuten in einem Zimmer zu schlafen. Bevor wir schlafen gehen, möchte ich noch eins wissen. Wo wolltest du eigentlich hin, nachdem du das Schloss verlassen hattest? Wären wir nicht abgeschützt, müssten wir uns doch jetzt schon in... Dann wären wir jetzt schon längst im Nachbarreich Lindblom. Du wolltest das Königreich Alexandria verlassen? Tja, als blinder Passagier wäre das wohl tatsächlich ein leichtes gewesen, über die Grenze zu kommen. Aber jetzt müssen wir wohl auf Schusters Rappen das Südentor passieren. Ja, aber worum Passierschein dafür? Über die Grenze also. Zidane, hör mich an. Es gibt einen äußerst wichtigen Grund, warum ich über die Grenze muss. Den Grund kann ich dich nicht wissen lassen, aber ich muss einfach. Hab verstanden. Mach dir keine Sorgen, ich werde dich schon nach Lindblom bringen. Ich habe mir diesen Schwachsinn lang genug angehört. Prinzessin, hör auf mich und schenkt deinen Worten keinen Glauben. Wer weiß, wann dieser Tunichtgut euch wieder in große Gefahren stürzt. Erinnert euch doch an den verwunschenen Wald. Ich weiß zwar nicht, was vorgefallen ist, aber bitte kehrt mit mir ins Schloss zurück. Dass ich mich im verwunschenen Wald mit der Rettung von Lily zögerte, war ein Fehler, aber das kommt nicht wieder vor. Mein Entschluss steht fest. Ich werde Lily auf ihrem Weg beschützen. Soll das ein Witz sein? Diese Aufgabe gebührt einzig und allein diesem Steiner. Dann verrat mir doch, wie du ins Schloss zurückkehren willst. Dies zu überlegen gehört auch zu meinen Aufgaben. Okay, ich kann keine Schnarchgeräusche machen. Ja, Vivi ist schon sehr erschöpft. Er wollte wohl noch die Windmühlen sehen, aber wie es meistens so ist, ne? Da ist man ein bisschen aufgeregt, aber wenn man erstmal im Bett liegt, in so einem schönen, ja, in so einem dicken Felder, dann schnarcht man ganz schnell weg. Meister Vivi, es war ein anstrengender Tag und er sah schon die ganze Zeit müde aus. Aber weil der Herr Ritter von Klapperhausen ja unbedingt seine Meinung zum Besten geben musste... Was? Lass uns auch ein wenig schlafen. Oh je. Was für eine liebliche Stimme. Wer singt da? Nicht aufhören zu singen. Ich möchte mehr hören. Das Lied habe ich vorher noch nie gehört. Diese Stimme klang nach Lilly. Scheinen ja alle schon auf dem Bein zu sein. Dann wollen wir die dreimal suchen. Okay, jetzt sind wir wieder allein unterwegs. Erstmal ein Active Time Event. Vivi und die Kinder. Lilly bemüht sich. Okay, gucken wir erstmal Vivi an. Huch. Aua. Nee. Wait, Rotznase Gardo. Aua, was ist denn passiert? Hey, du bist doch der von gestern. Okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die mir aus dem Weg gehen. Oh.
irgendwo ein bisschen Angst vor dir. Vielleicht, weil die noch nie sowas gesehen haben wie dich. Vielleicht kennen die nur Menschen. Ein Schwarzmagier. Hey, das ist ja ein Farbenhoroskop. War in Limblumen vor ein paar Jahren absolut innen, aber jetzt nicht mehr so der Renner. Farbenhoroskop einmal 10 Gil. Ja, why not, ne? Machen wir. Das Geld, das haben wir. 10 Gil also, auch wenn ich nicht an so Kram glaube. Glückspilz. Ein mehr... Wait, ein mehr oder weniger... Achso, okay, erstmal komplett lesen. Ein mehr oder weniger glücklicher Tag. Eine leichte Brise weht und sie werden zum Essen eingeladen. Sie finden Ersatz für Verlorenes und gewinnen neue Freunde. Sie werden nicht in Euphorie ausbrechen, aber es wird ein fröhlicher Tag. Ja, so nichts aussagend. Dankeschön. Ihre heutige Glücksfarbe ist rot. Okay, rot finde ich scheinbar schlecht. Wollt ihr nicht auch einen Stein der Fortuna in eurer Glücksfarbe? Wir haben alle Farben auf Lager. Irgendwie komische Zeichen. Im Theaterviertel Limblums, gleich neben der Haltestelle der Lufttaxe, halten sie nach einer großen Uhr Ausschau. Okay, im Theaterviertel Limblums, neben der Lufttaxe. Große Uhr. Den Ort kenne ich doch von irgendwoher. Ja. Hier schwebt da auch gerade so ein Ort im Kopf rum. Erstmal eine Truhe looten hier. Antidot. Sehr schön. Nehmen wir mit. Was haben wir hier? Ein paar Bücher. Bibliothek Dali Inn. Wie werde ich Millionär? Mein Geld und ich. Kohle, Mose und Kneten Band 2. Zum Mitnehmen. Alles klar. Alles nur über Geld. Ich weiß nicht. Alles langweilige Schinken. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob der Pensionsführer hier diese Bücher ausgesucht hat. Oh, hier ist auch noch eine Truhe. Die habe ich gar nicht gesehen. Okay. Potion. Sehr schön. Nehmen wir mit. Und der will vielleicht hier groß Geld machen. Ich weiß nicht. Und sucht hier nach ein paar Büchern. Ich würde vielleicht mal fragen. Oh, noch ein Active Time Event. Bibli Blume witzig. Oh, ein schönes Feld. Was wohl jetzt im Schloss vor sich geht. Wie konnte es nur dazu kommen? Auch wenn es zu meiner Rettung war. Mutter, warum hast du das Feuer auf uns eröffnet? Es gab sicherlich viele Verletzte unter dem Volk und den Adligen. Ja, das war rigoros. Und ohne Verstand. Und dann jene, die nicht mit einer einfachen Verletzung davongekommen sind, im verwunschenen Wald. Hältst du Maulaffenpfeil? Husch, husch, Platz da! Maulaffen? Oh, bitte vergebt mir. Ich meine, Entschuldigung. Die alte Gertrud. Herrschaft, zeigt doch mal diese Jugend von heute. Ach ja. Abziehbild einer alten Dame. Die Grimmige. Was macht ihr da? Nach was sieht es denn aus? Ich beseitige das Ungeziefer, das mein ganzes Gemüse zerfrisst. Ihr tötet diese Insekten? Bist du vom Zirbenschutzverein? Ja, genau. Ungeziefer sind wie Monster. Wenn du sie nur nicht abgibst, fressen sie dir alles weg. Fressen? Na, solche Wörter kennt sie gar nicht. Da, schon wieder eine. Oh, eine Juckzirpe. Juckzirpen ernähren sich also von Gemüse. Das sind diese Juckzirpen, die wir auch schon in Blanks Rüstung damals versteckt hatten. Die Juckzirpen machen dir nichts aus. Du bist ja ein seltsames Ding. Ich habe bisher noch kaum welche gesehen. Aber wenn ich meine Redeweise und mein Auftreten ändern will, dann sollte ich vielleicht auch so tun, als fände ich sie. 1, 2, 3. Wow. Und da war sie kurz auch im Bild zu sehen. Ja, so tun, als ob man auf einmal Angst hat. Gumo. Was gibt's denn? Ich habe, glaube ich, einen Brief für dich. Steht zu Dienst, Kubo. An Gumo einen Brief überreichen. Ein Brief von Mois? Hm, ich mag Mois eigentlich nicht. Aber ich kann ihn ja mal lesen, Kubo. Oh je. Von Mois an Gumo. Da kam irgend so ein Depp mit Flügeln vorbei und friert mich einfach so mir nichts, dir nichts ein, Kubo. Und als ich da wie ein Eisblock rumstand, latschte auch noch ein seelenruhig Stillskin an mir vorbei, ohne mich zu bemerken, Kubo. Und so als Eisblock kann man ja eher schlecht auf sich aufmerksam machen, nicht wahr, Kubo? Stillskin. Da war anscheinend schon da, wo wir waren. Das ist irgendwie ein unsympathischer Zeitgenosse, Kubo. Aber es scheint so, als hätte sich Stillskin schon auf die Reise gemacht. Hoffentlich schreibt er bald, Kubo. Ja. Haben wir leider verpasst. Ich hätte ihn gern nochmal begegnet. Stillskin war zur Erinnerung nochmal der Mogli in dem... Weiß ich, Leoparden-Geparden-Kostüm, der ganz am Anfang in Alexandrias, in diesem Glockenturm da, mit Kupo gesprochen hatte. Und sich dann auf die Socken gemacht hat. Er möchte eine ganz, ganz lange Reise machen.
Aber bisher haben wir noch nicht wieder begegnet. Ich kann nicht Schnarchgeräusche machen. Oh, bitte verzeiht, ich war gerade in Gedanken versunken. Eure Gefährten sind schon auf und wollten das Dorf besichtigen. Und er legt sich wieder hin. Ey, Herr Junge. Kriegst du so wenig Schlaf oder was ist da los? Oh, hier gibt's Frühstück. Was ist das? Fleisch auf jeden Fall irgendwie? Ich weiß nicht, ob das Bacon sein. Ich glaube, das ist Bacon hier rechts. Da unten ist vielleicht ein Stück Brot und dann so. Keine Ahnung, Milch. I don't know. Das ist süß. Active Time Event. Noch eins. Die Mietze hat's gesehen. Was hat die Mietze gesehen? Oh, diese Mietze, okay. Mietze hat gesehen, dass er schwer eingepeppt ist. Ach, du bist es. Weißt du vielleicht, was ich jetzt machen soll? Um Verzeihung bitten möchte ich dich, aber alle scheffeln Geld, nur ich nicht. Na, siehst du, er ist doch so geldverliebt. Deswegen auch die ganzen Bücher da. Aber halt mal, wenn ich den einen von der Gruppe vorhin... Wenn ich von dem erzähle, muss ich mich vielleicht nicht entschuldigen. Okay, worüber redest du? Langsam wird es ein bisschen creepy. Huch. Vielleicht kann man reindugen ins Zimmer schauen. Oh, wie spannend ein bisschen. Das ist da, wo wir geschlafen haben. Wohl noch keiner zurück. Ja, scheint nicht so. Sind ja auch gerade erst rausgekommen. So, okay. Fangen wir mal hier an. Gehen wir mal hier rein und schauen uns mal um. So, was haben wir hier? Das ist eine Art Laden hier. Tante Emma. Ein Tante Emma-Laden. Herzlich willkommen. Oh, Waffen. Doch nicht so ein Tante Emma-Laden. Okay. Bin am Überlegen, ob wir noch ein bisschen mehr hier kaufen sollten. Speichern. Malchus. Ich möchte zumindest irgendwie alles zweimal im Inventar haben, glaube ich. Ich glaube, dass davon gönnen wir uns das. Wir geben halt jetzt das Geld aus, was wir im Theaterstück damals gut verdient haben. Genau für diese Situation wollte ich das Geld unbedingt haben, damit wir hier schon gut einkaufen können. Und da es hier im Verlauf des Spiels irgendwann nochmal eine Schmiedestation gibt, wo man Waffen schmieden kann, braucht man halt solche Waffen im Inventar. Ich nehme mal nur einen Fall hier und das sollte schon passen. Ich möchte aber zumindest alles einmal dabei haben. Beim Dolch war ich mir nicht so ganz sicher, ob man den vielleicht zweimal bräuchte. Oh, hier haben wir sogar noch eins. Das bringt uns auch noch ein bisschen was. Bronzefäustling, Lederhut. Das meiste haben wir schon. Federhut, der ist neu. Den brauchen wir auf jeden Fall. Hoffe ich direkt mal viermal. Drei für unsere Leute und einmal auf Vorrat, falls wir ihn nochmal irgendwie brauchen. Latexhelm, den hat... Haben wir schon einmal im Inventar. Bronzehelm hat er ausgerüstet. Braucht er nochmal. Lederweste brauchen wir, glaube ich, nicht mehr so dringend. Seidenhemd, das war ganz cool. Ich kaufe nochmal eins zusätzlich. Bronzerüstung ist das, was er schon hat. Ich kaufe aber trotzdem nochmal eine weitere. Okay, das ist aber auch schon alles. Okay, das einzig neue Item war der Federhut. Ernüchternde Ausbeute, aber hier kriegt man halt das ganze, den ganzen Kram, den wir schon übers Klauen bekommen haben. Federhut, oh, das ist sehr schön. Einmal Wille und Zauberabwehr hoch. Ah, genau, ich habe zwischendurch mal nachgeschaut, was nochmal die ganzen Werte waren. Und zwar Gewandtheit ist der Wert, wie schnell sich die ATB-Leiste füllt. Stärke und Zauber ist jeweils HP und MP. Wille ist sowas wie in allen anderen Final Fantasy-Teilen sozusagen so ein Glückswert. Also in welcher Wahrscheinlichkeit gut ich klaue, einen kritischen Treffer mache und ja, sowas in der Richtung. Ja, Angriff, Abwehr, Reflex, Zauberabwehr und Zauberreflex, das hatte ich letztes Mal schon ziemlich eruiert. Das macht ja auch alles soweit Sinn. Das kann man gut rauslesen. Und so, jetzt haben wir doch hier Federhut, es wäre der Licht und Howling Lucas und lässt die Situation zuversichtlicher aussehen. Verstärkt das verstärkt Angriffselement Wind. Okay, verstärkt Angriffselement Wind. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob das dann unsere Windzauber damit gemeint sind oder... Auch, dass wir von Windzaubern mehr Schaden bekommen. Ich glaube sogar beides. Natürlich bitter, aber wir nehmen das auf jeden Fall. Es wird Licht und Howling Lucas. Auch ganz interessant hier. Howling Lucas, das ist nämlich eine interessante Fähigkeit. Erteilt Zustandsveränderungen, falls die Waffe solche Eigenschaften trägt.
Da können wir gleich nochmal gucken, ob unsere Waffe solche Eigenschaften überhaupt hat. Aber das machen wir jetzt natürlich auch, weil wir noch die Steine haben. Und verhindert blind nehmen wir natürlich auch mit. Das ist alles Zeug, was wir auf jeden Fall noch anlegen. Solange wir die Magiesteine eh haben, müssen wir da noch nicht überlegen. So, jetzt gucken wir mal. Mithrildolch, Räuberdolch, angefertigt aus dem legendären Metall Mithril. Oder Mithril. Hier hätten wir was. Würden wir jetzt mit Hau den Lukas den Zillen Quedär ausgerüstet haben, könnten wir halt bei einem Angriff die Zustandsveränderung Schweigen ausführen, also dementsprechend den Schweigen geben. Es ist nicht eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, aber ich weiß gar nicht, so 50-50 bestimmt. Also es ist nicht mal so selten. Dafür ist Hau den Lukas halt da, um sowas hier eben freizusetzen. Solche Zustandsveränderungen, die auf den Waffen liegen. Wir bleiben aber meine Mithridolch allein, weil wir Arsenolupiden lernen möchten. Und ich sehe auch gerade, das haben wir noch gar nicht ausgerüstet. Da ganz unten, das braucht 5. Und jetzt kommen wir auch schon zur Situation, dass wir hier was ablegen müssen. Geld und Lehm brauchen wir nicht. Nur zur Erinnerung, das war auch bei einer Flucht, erhält man noch Gil. Und da wir ja noch nicht einmal geflohen sind, macht das keinen Sinn. Arsenolupin hingegen erhöht die Wahrscheinlichkeit beim Klauen. Das ist sehr, sehr nützlich, vor allem für die Bosskämpfe. Da brauchen wir sowas. Ja, ich möchte einmal ordnen. Obwohl, haben wir eigentlich mittlerweile einen wertvollen Gegenstand? Nee. Meine ich auch nicht. Aber. Oh, jetzt habe ich mich noch nicht umgeguckt. Vielleicht gab es da noch ein Item. An der Seite. Nee. Oh, doch. Hier war was. Oh, doch nicht. Wissenswertes. Es bedarf reichlicher Überlegung, ob nach Erhalt einer guten Rüstung oder Waffe, die sich gegen die alte ausgetauscht werden soll, stehen sie womöglich kurz davor, eine neue Ability zu lernen. Ob sie nach Erlernen einer neuen Ability ihre Ausrüstung wechseln, ist ihnen überlassen. Sind sie jedoch knapp bei Kasse, wenden sie sich an uns. Wir kaufen alles. Alles klar. Wir können ja also auch verkaufen. Es geht doch weiter. Drücken Sie doch beim Umschauen mal 1. Gelegentlich wird eine kleine Erklärung zu den Waren eingeblendet. Werfen Sie zum Beispiel ein Auge auf unser stolzes Ziel in Quedär. Sie werden erkennen, dass sie gleichzeitig Zustandsveränderungen Schweigen erteilt. Um eine Zustandsveränderung zu erteilen, benötigen Sie entsprechende Ability. Ja, das ist das, was wir gerade auch gelernt haben. Hobbys, wie wäre es mit einem Kartenspiel? Endlich habe ich erfahren, dass die erste Zahl auf der Karte für die Angriffskraft steht. Die dritte und vierte stehen vermutlich für die Ihre Verteidigungskraft. Bei der zweiten Zahl bin ich mir noch nicht so sicher. Wenn ihr euch also auf eine Partie mit mir einlassen wollt, drückt die M-Taste Tante Emma. Also Tante Emma möchte mit uns Karten spielen. Irgendwie traue ich mich gerade noch nicht genau, wenn die das schon zum Hobby gemacht hat. So gut finde ich unsere Karten noch nicht. Lili bemüht sich immer noch. Oh, jetzt ist sie auch da. Siehste, haben uns knapp verpasst. Vorhin wurde ich zwar schief angeguckt, aber ich werde versuchen, mit dieser Name hier normal zu reden. Herzlich willkommen. Hättet ihr vielleicht Lust, euch ein wenig mit mir zu unterhalten? Unterhalten? Ich will zum Arbeiten, zu verkaufen. Was soll ich bloß sagen? Ich komme auch aus einem Dorf. Zeigt mir eure Waren. Nochmal das hier. Also, oh, Wolle, was soll das denn jetzt? Siehst du nicht, dass wir Kundschaft haben? Dann erzähle ich dir eben nicht, was ich gerade Krasses gesehen habe. Edge. Krasses? Kennt sie auch nicht. Siehst du denn nicht, dass ich gerade arbeite? Oh nein, bitte, lasst euch nicht von mir stören. Das ist die Gelegenheit, ein normales Gespräch zu verfolgen. Hey, werde ich auch nicht. Oh, das ist ja echt ein freches Kind. Rechtagsbolle, ja. Und zwar. Hat auch den Namen. So. Dann machen wir das jetzt mal so. Ich speichere jetzt mal, nur für den Fall, dass wir Hardcore verkacken bei dem Kartenspiel. Naja, ich hätte es sauber schreiben können, aber egal. Wir haben genug Speicherplatz. Und versuchen einfach mal unser Glück. Gant ist jetzt gerade da. Lili, sag ich dir das immer noch gar nicht. Egal, wir gehen jetzt trotzdem mal kurz rein. Lili. Gibt's was umsonst, oder wie? Jetzt stellt er sich einfach dazu. Sie bemerkt ihn gar nicht. Sieh dann! Was hast du denn gesehen? Du bist ja ganz rot im Gesicht. Hast du etwa Fieber? Nein, nein, es ist nichts. Es ist alles in bester Ordnung.
Aber irgendwas ist anders. Was denn? Jetzt weiß ich's. Deine Riesenweise ist gar nicht schlecht. Noch einmal zu steif? Nö, ich will machen mal ein Kompliment. Danke. Bei dem Theaterstück habe ich ja auch gut mitgespielt, oder? Ja, richtig. Das habe ich schon fast... Oh. Ja, richtig. Da habe ich fast schon gedacht, dass du bist so gut wie Ruby, dass Frauen gut lügen können. Wow, okay, sieht dann. Alles klar. Nee, wir machen nochmal ein Kompliment, dass du gut bist wie Ruby. Meister Avons Werke sind meine Lieblingsstücke. Ich habe... Hab sie alle gesehen. Die macht schon ein paar Wörter kürzer. Und das Stück Deine Taube möchte ich sein, ist mein Lieblingsstück. Ah, okay. So ist das. Ja, sagt jetzt auch. So ist das. Wusste ich gar nicht. Ist Ruby die Dame, die ich auf dem Theaterschiff traf und die eine etwas seltsame Redeweise hatte? Ja, genau die. Vielleicht sollte ich versuchen, so zu sprechen wie sie? Was? Nein, oh nein, nein, nein. Mach das nicht. Das sind Rubys ganz eigener Stil. Den kann man nicht einfach nachmachen und sich teilweise auch nicht immer zu verstehen. Ja, das ist dieser Kölsche Akzent. Dialekt so. Deswegen solltest du versuchen, ganz normal zu sprechen. Wie du wünschst. Gut, verstanden. Ja, perfekt. Hehehe, hahaha. Da lachen sie beide. Ich wollte gleich mit allen besprechen, wie es jetzt weitergeht. Würdest du schon mal zur Pension zurückgehen? Und du, sie dann? Ich gehe noch Vivi und den Alten suchen. Gut, dann werde ich schon mal vorgehen. Nicht schlecht, du redest so, als wärst du hier aufgewachsen. Ich glaube, das haben wir geflüstert. Vielleicht wird's dann doch noch was mit dem Grenzübergang, Überquerung. Vielen Dank, es war nett mit euch. Ja, okay, so eine Verbeugung ist ein bisschen too much. Die war aber komisch. Ja, ein bisschen. So, okay. Jetzt haben wir leider noch ein Gespräch zwischen gehabt. Machen wir gerade ein Spiel. Ich riskiere es jetzt einfach mal. Let's go. Wenn ich gewinne, müsst ihr aber etwas kaufen, ja? Wir haben schon was gekauft, aber in Ordnung. Regeln zu dritter Masse. Zu Beginn müssen 5 Karten gewählt werden. Ja, wissen wir. So, jetzt sind wir in die stärksten Karten. Also die hier hat leider nur ein Pfeil. Ist ein bisschen doof, aber die nehmen die trotzdem mit. Leider haben unsere stärkeren Karten immer das so ein bisschen... Aber wir nehmen die einfach mal. Was haben wir denn noch so? Haben wir hier noch irgendwas Cooles bei? Wie kann ich denn umschalten? Hier so. Die haben alle keine Werte, aber hier haben wir mal ein bisschen was mit Pfeilen. Guck mal, was fehlt uns denn nach rechts? Okay, wir haben... Oh, der Trident kann ja in alle Richtungen. Das ist ja geil. Okay, wir haben eigentlich sozusagen in alle Richtungen haben wir schon mal was. Aber uns fehlt Hilfe nach rechts. Oben und unten eher noch was. Nimm mal den Skeleton und vielleicht noch was mit Magie. Den nehmen wir auch noch. Ein Zombie. Ja, let's go. Probieren es einfach mal. Wenn wir verlieren, ist es so. So, da wurde es kurz ausgewürfelt. Wer anfängt? Die Partie ist eröffnet, zeigt die gelben Dreiecksmarkierungen auf eine gegnerische Karte, wird diese umgedreht und zur eigenen. Genau. Jetzt gucken wir uns das mal an. Wie machen wir das jetzt hier am besten? Haben den hier, der nach oben zeigt. Das machen wir, glaube ich. So, jetzt, also ich lege jetzt mein Skelett hier hin und ihr seht bei meinem Skelett, dass der nach oben ein Pfeil hat. Und der Kampfpudding, der oben schon von Rot liegt, der hat nach unten aber keinen Pfeil. Das heißt, der kann sich auch nach unten hin nicht verteidigen. Das bedeutet, die bekommen den Kampf, also der Kampf entscheidet sich automatisch für mich und wie direkt meine Karte. So. Wurden alle Karten abgelegt, ist die Partie zu Ende. Die Person mit den mehreren Karten ist der Gewinner. Genau. Und deswegen ist es wichtig, halt die Karten zu gewinnen hier auch. Damit man am Ende mehr Karten in seiner eigenen Farbe hat als der Gegner und hat man gewonnen. Wenn man alle Karten auf der mit der eigenen Farbe hat, dann hat man sogar ein Perfekt. Dann kriegt man alle Karten des Gegners und sonst nur eine. So. Das Zombie-Ding, was er jetzt gelegt hat, also die Zombie-Karte, die er gelegt hatte, hat auch nach unten und nach unten rechts jeweils einen Pfeil. Deswegen, um die zu bekommen, müssen wir kämpfen. Und ich würde sagen, wir setzen einfach mal unseren Tridentos ein. Warte mal, wie könnten wir... Ja, genau. Zur Not könnten wir immer noch unseren Kaktor oben rechts hinlegen, falls wir es irgendwie verlieren sollten. Das sollte aber trotzdem klappen. Oha, das war aber richtig knapp. Oh, das hat auch funktioniert. Okay. Also ein physischer Angriff gegen Zombie hat noch gerade so
hingehauen. Auch wenn der Zombie ja nur null physische Verteidigung hat, ist es trotzdem halt ein bisschen knifflig. Man muss schon sowas Stärkeres haben wie zwei physischen Angriffe, damit kann man sich ziemlich sicher sein, dass man gewinnt. Alles andere ist ja ein bisschen schwieriger. So, okay. Was machen wir jetzt? Der kann sich daher nicht verteidigen. Wir könnten so machen, dann können wir uns da oben links aber nicht verteidigen. Das könnte böse werden. Man kann übrigens auch mehrere Karten angreifen. Also wenn man hier zum Beispiel hinlegt, dann greift man auch die oder die an. Also das geht auch. Man kann auch Kombinationen machen, aber dazu kommen wir dann noch, wenn es mal vorkommt. Ich weiß es gerade nicht. Mit dem können wir halt nur nach links angreifen und mit dem nur nach unten links. Also ist schwierig. Aber ich will ihnen halt auch keine Chance geben, irgendwelche Kombos zu machen. Deswegen lege ich den einfach mal dahin. Ah, jetzt hat er da oben eingelegt. Also heißt, perfekt können wir schon mal nicht mehr schaffen. Aber so ist das halt. Legen wir den mal dahin. Oh, jetzt versucht er noch was. Oh, guck mal. Das ist eine richtig dicke Kombo gewesen. Das mal zu erklären. Also der hat mit dem Zagner, was er da hingelegt hat, hat er den oberen angegriffen. Der hat gewonnen. Und da das Zombie aber, also dadurch, dass das Zombie dann auf seine Seite gekommen ist, werden halt alle Karten, wo das Zombie dann auch noch hinzeigt, auch noch zu seinen Karten. Das heißt, der war jetzt nur noch verbunden mit dem Tridentos, also dieser Schildkrötenmann da. Den hat er also auch noch bekommen. Also den hier. Also er hat den hier angegriffen, dadurch hat der mit dem Combo gemacht. Und dann hatte das Zagner unten rechts auch noch einen Pfeil. Und da der keine Verteidigung hat, hat er den auch noch bekommen. Also, ja, ist übel gewesen. Das heißt, wir kriegen nur einen Draw hin. Das ist echt bitter. Noch eine Partie. Wir können es eigentlich nochmal probieren. Vielleicht haben wir jetzt ja mehr Glück. Aber das Zagner war anscheinend ziemlich stark bei ihm. Oder bei ihr. Kämpft ja gegen Emma. Ja, den fand ich cool. Leider hatten wir nicht so gute Pfeile zum Schluss. Ich nehme jetzt auch mal einen Zagner. Nochmal ihn. Jetzt haben wir leider nur einen magischen, aber wird schon passen. Ja, let's go. Mal gucken, vielleicht haben wir jetzt mehr Glück. Okay, wir dürfen jetzt anfangen. Ich fahre mal... Oh, wir haben auch gar keine Steine. Das heißt, wir haben komplett offenes Feld. Das ist ja interessant. Das ist sau selten, dass keine Steine auf dem Feld kommen. Okay. Haben wir das auch? Machen wir so. Da können wir leider nur mit dem Tridentos gerade was machen. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, aber ich mach einfach mal. Ich bin auch kein Profi in diesem Kartenspiel. Bisher läuft's ja. Okay. Na, siehst du. Aber wir haben gewonnen. Jetzt dürfen wir eine von den Karten aussuchen, die wir halt für uns sozusagen bekommen haben. Also eine der blauen Karten. Wir haben halt alle schon. Das ist daher ziemlich lame. Der hat zumindest eine Verteidigung. Den nehmen wir mal. Eine magische Verteidigung. Kann vor den Karte erhalten. Nee, das reicht uns. Wir haben es jetzt mal gesehen, das Kampf, das Kartenspiel. Das reicht dann auch. So, dann können wir wieder rausgehen. Okay, jetzt können wir nochmal hier reingucken. Jetzt müssten wir ja eigentlich Lilly sehen. Müsste sich ja jetzt hier befinden. Da ist sie auch. Und ich bitte vielmals um Verzeihung, wird zu Entschuldigung. Oh, sie übt schon. Meine Wenigkeit wird zu ich. Wow, okay, ja, das ist ziemlich kurz. Ihr wird zu du. Ich war kurz verwirrt, so, ja, ich was. Aber ja, es reicht schon. Da sagt es hier dann aber leider nichts so. Schade. So, ihr kleinen Rotznasen. Gardo. Das können nur einer von denen sein, oder? Von wen? Wovon redet ihr? Von dem schwarzen Tenor vielleicht? Wir sind ja einem Schwarzmagier in der Eishöhle begegnet. Das ist auf jeden Fall einer von denen da unten. Den da unten? Hier ist aber sonst nichts. Okay, gucken wir mal hier rein. Nächste Tür. So, wie gehen wir zum Schloss? Ich denke, da geht es nämlich weiter. Dorfschulze Gottfried. Ich bin der Dorfschulze dieses Dorfes. Was willst du hier?
Was ist mit dem Kind da hinten? Schläft es einfach nur oder ist es krank? Ich bin ein sehr beschäftigter Mann. Sofort raus. Du siehst genauso aus wie der Typ aus der Pension. Seid ihr alle Brüder oder Geschwister? Okay, das war dann das. Gehen wir mal hier rein. Oh, das scheint die Dorfkneipe zu sein. Was bist du für hinten? Deine Marie. Das sind generell alles irgendwie eher Kinder, oder? Einen, der sich bewegt, habe ich zum ersten Mal gesehen. What the? Worüber redet ihr, Leute? Liebes Mädchen Shiga, entschuldigt, aber wir haben noch nicht geöffnet. Oder benötigt ihr Arzneimittel? Ja, unbedingt. Ja, oder auch nicht. Die haben noch nichts Neues. Nichts Besonderes. Gut, dann sind wir auch wieder weg. Ich wollte noch fragen, was das für ein komisches Muster oder Symbol vor dem Dorf ist. Entschuldigt, aber ich habe momentan zu tun. Na, dann sollte ich dir vielleicht zur Hand gehen. Oh, sie dann flirtet wieder. Ist das jetzt eine neue Masche oder so? Masche? Nicht, dass ich wüsste. Ich habe schon einen Herrn, der mir bei der Arbeit behilflich ist. Aha. Wer denn? Warenliste. Eingelegtes 8 Gil, Gemüseauflauf 12 Gil, ist aber ausverkauft. Kürbissalat 10 Gil, ausverkauft. Getrocknete Kartoffeln 4 Gil, Spießbraten 10 Gil und Schweißgurken 8 Gil. Schweißgurken, jetzt hört sich ja mega widerlich an. Wir vergeben keinen Kredit, wir führen auch Arzneimittel. Okay, was würde ich jetzt nehmen? Getrocknete Kartoffeln hört sich irgendwie geil an. Das hört sich irgendwie nach so Ofenwedges an oder so. Spießbraten, weiß ich gar nicht. Ich habe noch nie, glaube ich, einen Braten auf dem Spieß gegessen. Gemüseauflauf ist auch immer geil. So ein Wedgie-Auflauf. Aber dann bitte mit Nudeln. Und eingelegt, das hört sich auch mal widerlich an. Okay, ich bin, glaube ich, falsch. Huch. Draußen bleiben. Ja, ich wollte mal gucken. Da oben steht sogar No Credit. Alles klar. Ja, dann, aber es ist schön hier. Finde ich eigentlich ganz sutzelig. Auch mit diesen bunten Lichtern hier. Auch diese Fässer als Stühle. Ist ganz cool. Wie ganz schön hier. So, jetzt gehen wir mal rechts. Ah, hier war Lilly vorhin mal auf der Farm. Hier ist diese, wie hieß die, Gertrud oder so? Ja, genau, die alte Gertrud. Unglaublich, diese Jugend von heute. Ach, die... Ich möchte gern zur Kiste. Bis vor einem Jahr waren hier noch überall Felder. Jetzt gibt es nur noch dieses seltsame Symbol vor dem Dorf. Okay, sie dann war anscheinend schon mal hier. Da ist auch so eine Art Luke. Ich kann nicht einfach alleine weggehen. Oh, schade. Wohl wieder auf den Weltmodus gekommen. Na gut, wie ist da? Ich möchte mal noch kurz hier reingucken. Das ist die Windmühle. Oh ja. Dorfwohner Jakob. Wozu braucht man denn hier eine Wache? Kommt doch eh keine Sau vorbei. Ja, ich bin jetzt hier. Ich wäre jetzt rein, als könnte da reingegangen. Aries erhalten. Jetzt wird's interessant. Aries ist nämlich ein wertvolles Item. Hier haben wir das. Aries. Aries sind 12 Kameraden, um die Seele der Virgo zu finden. Überlegten wir, und so ging Aries auf Reisen gen Osten. Erzählung der Sedatia. Aries ist auch irgendwie ein Sternzeichen, aber fragt mich jetzt nicht, welches das nun mal war. Der Bogenschütze, glaube ich. Also, wie ist denn der? Ach, nee, frag mich nicht. Ich stehe da auf dem Schlauch. Ich kenne nur Fisch und Wassermann oder, weiß gar nicht, Widder kenne ich noch. Dann hörst du auch auf. In Dali erworbenes seltenes Item, einer der auf dem ganzen Planeten verstreuten Stellatia. Ja, das ist auch eine große Questline, die alle zu finden. Versuchen wir auf jeden Fall auch. Hier braucht man wohl einen speziellen Schlüssel. Der Schlüssel des Dorfschulzen steht da geschrieben. Steht auch Schlüssel in gelb und groß hinterlegter Schrift. So, hier geht es auch wieder zum Dorfschulzen. Ja, das ist der andere Eingang. Ich bin der Dorfschulze dieses Dorfes. Was willst du hier? So, gar nichts. Ich bin ein sehr beschäftigter Mann. Sofort raus. Das haben wir alles schon. Alles klar. Bin wieder weg. So, jetzt haben wir hier noch eine Leiter. Oh ja, hier ist das ganze Getriebe. Solange die Zahnräder in Bewegung sind, kommt man nicht an die Schatztruhen. Dammit. Wir müssen auf einen Tag warten, wo der Wind nicht so dolle ist oder so. Okay, dann haben wir, glaube ich, soweit das ganze Dorf erkundet. Dann können wir mal zu Vivi gehen. Hey Vivi, gibt's da was zu sehen? Zieh dann! Ich habe nur nachgedacht.
Ah, jetzt weiß ich Bescheid. Vivi versteht nichts. Du hast bestimmt ein Mädchen getroffen und dich direkt in sie verschossen, stimmt's? Ah, sie dann... Nicht jeder ist so frauenfixiert wie du. Nein, nein, das stimmt gar nicht. Jetzt sag bloß, du stehst nicht auf Mädels. Ach Gott, der hat auch nur das eine im Kopf. Eigentlich habe ich noch nie über sowas nachgedacht. Ja, du bist auch noch jung, ist in Ordnung. Echt nicht? Also ich denke irgendwie an nichts anderes. Ja, merkt man. In Blum-Blum fliegen sie sowieso alle auf mich. Alles klar. Wenn du also mal diesbezüglich Hilfe brauchst, werde ich dir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Gut, danke. Auf jeden Fall wollte ich gleich mal eine Lagebesprechung einberufen. Lilly habe ich schon Bescheid gesagt. Geh doch schon mal zur Pension zurück, Vivi. Gut, habe ich verstanden. Ach ja, was gibt's denn hier nun tatsächlich zu sehen? Ich höre immer so ein Kräh von hier drüben. Na, da läuft hier wohl irgendwo ein Schokobo rum. Aber ist kein Schokobo zu sehen. Also, bis gleich in der Pension. Okay. Was wohl ein Schokobo sein mag. Ah, kennt er noch gar nicht. Oh, da war's wieder. Schokobo. Wow. Oh nein. Du Schwein.